Hallo liebe Freunde, heute machen wir eine Übung für die Rumpfstabilisation. Die habe ich so noch nicht gemacht und die kennt ihr bestimmt auch noch nicht. Und zwar setzt ihr euch auf die Unterlage, die Hände zeigen nach hinten, die Füße zeigen nach vorne, wo sollen sie sonst denn zeigen. Dann geht ihr in so eine Art Brückenstellung. Wichtig ist, dass ihr euch vielleicht hier kontrolliert oder kontrollieren lasst. Das muss schon waagerecht sein, Arme, Beine 90 Grad. Und dann macht ihr 20 bis 30 Schritte auf der Stelle. Dabei natürlich Rücken und Bauch anspannen. Und das Ganze wiederholt ihr dann wie immer dreimal. Diese Übung stammt aus dem sehr empfehlenswerten Buch Die Laufbibel von Dr. Marquardt. So, jetzt viel Spaß damit und zugleich habt ihr den Literaturtipp erhalten. Bis morgen.